Hallo, willkommen zurück. Nächste Runde Monster Train. Wir haben beim letzten Mal wieder mit den Höllenhörnern als Hauptstamm begonnen, aber diesmal eben mit dem zweiten Champion, Ritterkönigin. Wir sind spielend bis zum ersten Boss gekommen, haben den auch belegt und setzen jetzt unsere Reise fort mit Stage 4. Okay, das ist einer der schwierigsten Buffs mit, also erscheinen auf jeder Ebene gegnerische Einheiten, ich glaube 3 oder 4 Stück. Die zu besiegen könnte kritisch werden. Allerdings viel Münzen. Wir probieren es einfach mal aus. Gut. Die Frage ist, wollen wir die einfach durchkommen lassen? Bin ich ganz sicher, ob das sinnvoll ist. So. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen Ding-Monster, aber das hier einzusetzen, jetzt während die ganzen auf 15. Ah, okay. Er kriegt auf jeden Fall Schaden durch die beiden, das heißt, wir kriegen mehr Höllenglut. Allerdings haben wir kaum was zum Ausgeben. Er setzt ihn trotzdem als unsere Königin hier ein. Unseren Zugbetreiber vor. Und jetzt ist die Frage. Werden eben dann alle gebufft. Setzen dann trotzdem weiter oben hin und Link dahinter. Der soll ja eigentlich dann irgendwann auch sterben, dass wir genügend Platz haben. Bald bereit. Aber wir kriegen auf jeden Fall genügend Blut. Das Problem ist, unsere Höllenkugel wird natürlich jetzt einiges an Schaden bekommen. Da bin ich am Anfang. Okay. Das sind 4 Einheiten. Dann kann ich hinten. Wir könnten den Tank jetzt hier vorsetzen. Ich würde ihn hier hinsetzen. Hier als Link. Hinten ran. Hier. Dann voll. Wenn ich den Kobold jetzt hier vorne ansetze, überlebt zwar einer weniger, mehr Schaden. Ne? Er greift an, das heißt, er kriegt 12. Wenn ich einen dann eliminiere, dann kriegen sie gleich an. Wenn ich ihn vorhin setze, kriegt er nichts mehr. Hin. Und den hier noch hinten hin. Ja. Der kommt ganz nach oben, weil er den Speedbuff drauf hat, das heißt, wir springen die mittlere Ebene. Okay. Da können wir hier oben irgendwas machen. Kobold hinsetzen, siegen sie den zwar, aber den guten nimmt trotzdem Schaden. Schaden nimmt er. Okay, dann setzen wir die beiden Kobold einfach vorne hin. Da
Waffen von Königin. Und geben ihm gleich immer Holz. Ja, es deckt scheint ein bisschen komplizierter zu spielen oder spielen zu sein als mit dem Hornbrecher-Prinzen im ersten Mal. Es ist auf jeden Fall speziell. Okay. Den könnten wir doch erledigen. Ich muss erstmal nichts. INT. Ah ja, da wird das gerade etwas. Ihn vom Rand setzen. Stachel im Endeffekt. Wenn er voll heilen. Und hier können wir das weitermachen. Ja, weiterlaufen. Egal. Gut, ein Kobold immer noch hinsetzen. Dann mal auf Waffe. Ist sie bei 100 Angriff, hat zwei Semi-Tanks vor sich sitzen. Ja, und die Kobolde. Schaden. So. Sehen, welcher Postfach ist. Okay, also der gibt uns nur eine Kappe, wenn er durchkommt. Problem ist, dass er hier hinten, der kommt halt gleich nach oben, aber ich glaube einfach vorher. Ich hab zu viel Schaden. Aber es wird auf jeden Fall knapper. Wir brauchen schon noch einige Sachen, einige gute Karten, die wir einsetzen können. Wobei, Opfer. Derzeit nutzen wir sie ja immer so ein bisschen als Tanks. Unsere Könige noch zu buffen. Gut, mit gut haben wir derzeit Probleme. Dann nehmen wir die. So. So. Ja, es ist schwierig hier ein ordentliches Deck zusammenzubauen. Erstmal wieder unsere Dreifahrtschule. Gute Höllenflug heilen. Ja, und dann wieder eine Kopie. Könnte man noch als Kopie nehmen. Ja, ist richtig. Ja, dann lass uns das mal. Passt uns so. Auf zur nächsten Runde. Mal sehen. Gegnerische stellen ihre gesamte Gesundheit wieder her, wenn sie eine Ebene aufgreifen. Und der greift natürlich wieder alle an. Dann haben wir noch einen Sanitäter, der ist uninteressant. Der hat Lebensraub dann. 65 Lebenszeit, auch ein Ziel. Artefakt ist voller. Okay. So. Nehmen wir den schon irgendwie tot. Nehmen wir es mal hier rein. Können die zufälligen Hauptzauber geben. Okay. Erhole alle Rufe, die bisher entwickelt haben.
ausgelöst worden. Aha. Na gut. Also, die Könige. Link, diesmal davor. So, hier noch den Tränken. So, jetzt kann ich den Zauber zurück auf die Hand nehmen. Sehr schön. Und immer noch zwei Kobolde. Na toll. Wollte eigentlich einen, der hier mal Schaden macht auf den. Den will ich mal aufhalten. Diese Rufen und Effekte sind ganz nützlich. Naja, das wird so oder so, weil der gerade anfällt. Das ist richtig verhindert. Und der heilt sich wieder komplett voll, weil ich nicht gekillt bin. Gut, was? Aha, okay. So, wie kriegen wir den jetzt tot? Richtig gar nicht. Das wird mir unsere Herzblut machen. Jetzt haben wir die kleinen Kugel. Langsam kritisch. Okay. Link mal hier unten hin. Hier unten. Heilen. Postwaffen. Gott, hier machen wir also zumindest beide. Okay. Das Herzblut ganz den Schaden zu kriegen. Das kann man leider erstmal nicht verhindern. Das Umtauschen ist wirklich nicht. Weil hier stirbt der schon und der stirbt dann die Königin und sie nimmt. So, ihn können wir voll heilen und die können wir heilen. Ein Leben, das reicht ja gerade knapp nicht. Kriegt er eigentlich sein Schild jetzt wieder? Ja. Nee. Muss das Leben weg. So. Ja, was haben wir jetzt alles als Rufeffekte schon vorgerückt? Das wäre eigentlich für die letzte Welle, wäre das richtig cool. Ich muss dann nochmal. Jetzt bringen wir natürlich nicht. Eines Schlüssel, ein gutes. Ja. Sie wird es nicht ganz überleben, aber sie macht zumindest ordentlich Schaden. Ich hätte gern gesehen, wenn wir diesen Kobold gezogen hätten, was der an Schaden bringt.
krieg jetzt nur die Heilzauber, die mir jetzt in nichts nützen. Ganz schön durch. Jetzt mal gucken. Ja. Das waren genügend Schaden von den ganzen anderen Imps. Der Imp ist auf jeden Fall gut. Aber halt Zufall, ne? Okay, das ist ganz gut. Eine Karte bekommen, wenn man eine Einheit heilen, am viele Heilzauber. Ich stehe die Karte vielleicht mal. Ah, ja, dann ja, sind nicht die richtigen Karten. Okay. Zauber verbessern. Ja, wir gehen mal auf die Artefakte. Wir haben genügend Münzen, um sinnvolle Artefakte zu kaufen. Artefakte sind natürlich nicht. So, mal sehen, was wir hier machen. Er macht sehr viel Schaden oder Bannung. Naja, wird mal einmal spielbar. Einmal irgendwie alle nicht. Ah, mal weiter. Gibt's bestimmt bessere Decks, wo die reinpassen. Vielleicht mal ja ein bisschen Fehler, wenn sie an die Kommentare schreiben. Das ist auf jeden Fall gut, gerade für unsere Königin. Okay, also muss ich quasi so spielen, dass meine Königin immer als einzige übrig bleibt in der Zone. Dann kriegt sie 5 Leben. Was ist? So, jetzt schauen wir doch mal. Ja, irgendwas. Das könnte super sein. Ja, wir gucken hier. Stachelzauber. Okay. Das ist aber auch gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Den Stachelzauber nehmen wir auch. Erstmal Geld ausgegeben. Aus denke, mit den ganzen Artefakten können wir die Schwäche des Dexen bitte überspielen. Okay, kommen wir zum zweiten Boss. Der zweite Boss kann wieder Multischlag. 2x9 Schaden und er ruft diese Fell wieder aufs Brett, die als Tanks dienen, und diese geben mir jetzt Geiselkarten, wenn er die quasi spielt. Das heißt, wir müssen die Fell sehr schnell killen, ansonsten rollen uns Geiselkarten. Okay. Schon die erste. In dem Fall macht es nichts, weil wir genügend also quasi nur Monster haben. Ja, der wird auch eine gleiche Karte haben. Ja, obwohl könnten wir mit unserem Tank spielen. Okay. Also Königin und Tank vorne hin. Dann stirbt der auf jeden Fall. Und noch den kleinen Kobold. Immer ganz vorne. Das Gute ist, unser Tank kriegt jetzt das Leben. Auf jeder Ebene, ne? Genau. Hält die Vorderseite auf jeder Ebene. Das heißt, wir stellen ihn hier hin, kriegt er auch immer mehr. Okay.
das ist gut, ja. Der Tank ist gut, Tank, sehr schön. Hier tun wir immer ein Kobold opfern. Aber hier überlebt er jetzt, ne? Weil die wenig Schaden bringen. Ja. So, stellen wir auf dem. Gleich noch zwei Kobold hinlegen. Sauber. Könnte man auch Wert nicht aufgeben. Der ist noch ein. So. Die kriegt ihr Leben. Und die davon auch sich zuhauen. Ah ja. Komm, raushauen. Ah, wir haben noch einen Boss gleich noch. Ja. Ja, bei den Artefakten muss man immer wissen, was man noch alles bekommt. Ne? Ich krieg ja noch eine Karte, wenn ich die Einheit heile beim ersten Mal. Immer ein bisschen darauf achten. Okay. Und hier ist alles voll. Ich glaube halt leider auch nichts. So, die sterben jetzt. Dann hat zumindest diese Karte gesperrt. Dass dieser kleine Kobold natürlich tanky, was ich eigentlich nicht will. Das soll normalerweise sterben. Weil ich so meine Königin nicht verstärken kann. Aha. Ja, Vor- und Nachteile, ne? Die kleinen Kobolde, die eigentlich nur dafür da sind, die Königin zu buffen, sterben jetzt nicht. Weil die Gegner auf einmal zu wenig Damage machen. Okay, heilt man das trotzdem noch. Jetzt stirbt wenigstens einer. Okay. Der zweite Kobold. Auch. Setzt man gleich wieder auf 9. Und können jetzt 3000 Kugeln. Ne, das geht leider nur auf. Das stirbt dann. Den Ausbild. Gut, lass mal das mal. Ich dachte, ich könnte es auch auf eine. Nein, ich gefehlt. Weil es stirbt nur ein Kobold. So, das ist hier. Dann jetzt ein neuer Kobold. Vorletzte Welle ist wirklich jetzt der mit der Hut. Und den geht zumindest schon mal. Dafür, weil ich ja nicht weiß, ob da was da ist. Was da ist. Bisschen Schaden. Das kostet das Heilung.
kommen da auf fast unter 500, also knapp drüber noch. Da bleibt ja mit einem Leben wieder. Das ist natürlich. Ja, ich hätte mal einen schwören können, ob die voll. Okay. Dann gehen wir mal hin. Bei Wut bringt jetzt noch nichts. Ich heile, dass sie länger überleben. Doppelzauber. Ne? Okay. Jetzt sterbe. Ja, ein bisschen hochwaffen konnte ich sie zumindest, allerdings weniger als ich gewollt habe. Aber es reicht. Ja, es sah ein bisschen schwieriger aus, teilweise. Ja, den Gold auf jeden Fall ganz gut. Ja, auf jeden Fall wieder Plätze. Auch definitiv mehr Plätze. Es sah schwieriger aus als die ersten drei Kämpfe. Aber wir haben es ganz gut gemacht. Da wollen wir Karten verbannen. Ich würde fast sagen, wir hauen ein paar von den Heilzaubern auf. Ja. Vollblut noch ein bisschen aufteilen. Die Heilzauber entfernen. Wir gehen mehr darauf, dass wir dann doch unsere Einheiten opfern. Und zwar wollen wir den Teil nochmal mitnehmen. Okay, dann unseren Champion noch verbessern. Das ist der gleiche Buff wie vorhin. Ich sag aber mehr Angriff. Wir gehen auf volles Risiko. Die letzten Bosse oder die letzten Ebenen und den Endboss werden wir allerdings im nächsten Video erst machen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.